Hallo und herzlich willkommen zu... Ach, der will mich gar nicht angreifen. Eine neue Dattelzeit mit South Park Direktakuläre Zerreißprobe. Und wir haben ein Käse-Schrimparito-Rezept. Und das letzte Mal, als wir Morgan Freeman dabei hatten, war es ja ganz sinnvoll gewesen. Also... Was hat er da geschrieben? Ich bin mir 60% sicher. Mensch, da kommt man doch nicht her. Dann machen wir mal hier Crafting. Missionsgegenstände. Oh, dafür brauchen wir ein paar Sachen mehr. Ich brauche weitere Zutaten dafür. Die ich... Keine Ahnung, kann ich die herstellen? Nordmann-Anzug. Das wäre ja was ganz anderes. Skarabäus von... Hast du nicht gesehen? Oh, aber hier kann ich den hier schon mal bauen. Der macht ja auch ein bisschen Upgrade. Gönnen wir uns doch mal. Aber sonst gibt es nichts Stärkeres, glaube ich. Nee. Verbrauchsgegenstände. Burrito haben wir ja auf jeden Fall. Missionsgegenstände. Da brauchen wir noch ein kleines bisschen mehr an Zutaten. Die Frage ist, wo können wir die finden, ne? Da vermutlich nicht. Haben wir hier irgendwie was? Ah ja, da haben wir zwei Sachen tatsächlich auf der Karte, wo wir noch hin müssen. So kommen wir natürlich weiter. Und das Raisins, ohne dass uns da welche auflauern, das finde ich sympathisch, dass die offenbar noch alle am PC sind. Oha. Hallo, wo sind die blöden Viecher? Wow. Einmal kriegen auf die Fresse. Ich glaube, hier kommen wir so einfach nicht vorbei. Gibt es noch einen Alternativweg? Ja, gibt es. Scheiße, da müssen wir erstmal eine kleine Weltreise wieder machen. Sei es drum, dann müssen wir eben ein kleines bisschen wieder umherschippen. Irgendwann kommen wir schon an. Hallöchen. Und so, einmal wieder zurück den ganzen Schmuh. Kann man hier irgendwas zerfurzen? Nein, kann man nicht. Schade eigentlich. So, was haben wir denn hier so? Sind wir doch fast schon wieder zurückgekehrt. Wo ist denn das nächste Dingsbums? Nee, andere Richtung. Kuckuck. Hier haben wir es. Kann ich von behilflich sein? Genau, natürlich kannst du das. Wobei, nein, kann er nicht. Wir haben auf dem Weg keine Flagge, das ist ja scheiße. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Da müssen wir eben doch zu Fuß gehen. Das ist doch kacke. Da will man doch nur die schnelle Welle machen und dann geht das gar nicht. Ja, können wir hier mal ein bisschen Müll zertreten oder so. Oder auch nicht. Nicht mal das kann ich. So, müssten wir gleich bei der Straße sein. So groß ist die Stadt ja zum Glück auch nicht. Dass wir da nicht irgendwie hinkommen. Da sind wir sogar schon. Komm, nehmen wir hier den Weg. Und dann sind wir hier, glaube ich, richtig. Oder wie, oder was, oder wo. Oha. Das sieht ja schnuckelig hier aus. Nee. Einmal hier so. Zack. Reinknattern. Wieso geht das nicht? Pah.
Aber da fällt mir ein, ich brauche ja hier, nee, nicht Kräfte, sondern Artefakte. Da haben wir doch was Neues. Von Ratio Farm. Gute Preise und gute Besserung. Da ist er, der Scarabius von Rüle. So. Was bringt das im Vergleich? Einfach mal ein paar Punkte mehr. Passt schon. Und hier haben wir, ich habe da auch noch was Zweites entdeckt hier, den Dreidel der Rache. Ich glaube, den packen wir uns einfach auch mal drauf. Bringt uns auch noch mal ein bisschen Pluspunkte. Ja, warum nicht? Die Gesundheit ist zwar vernachlässigbar, aber ansonsten ganz schnieke. Und hier war, glaube ich, eine der Zutaten. Jetzt haben Sie ein Problem mit mir. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie Sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispanoamerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist mal auch hier, geil. Oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Ist klar. Erkenne die Mikroaggressionen. Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an. Ein schöner Tag, nicht wahr? Der hat irgendwie auch... Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Ein schöner Tag, nicht wahr? Hä? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Oder was soll ich da machen? Ein schöner Tag, nicht wahr? Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression! Schlag ihn! Bums! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Einen Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Falsch! Meine Hose ist warm ist keine Mikroaggression! Okay. Was hat der jetzt so drauf? Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Es soll bald regnen. Janet fährt gern Rollschuh. Was machst du? Ich dachte, du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Na gut, war offenbar keine Mikroaggression. Janet fährt gern Rollschuh. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Eigentlich. Mikroaggression. Schlag ihn. Allein schon wegen dem eigentlich. Toll. Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Ich hab gewonnen. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, aber ist okay. Oh, kurz vorm Level Up. Denk daran, Menschen verwenden dauernd Mikroaggression. Du musst sie dafür büßen lassen. Aber eigentlich wollte ich mir doch was kaufen, glaube ich. Du bist der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir. Warte mal, ist das nicht die Stimme von Bender? Ich glaube ja. Danke dir, das ist sicher ein cooles Foto. Hast du noch irgendwas hier für mich? Nö, offenbar nicht. Du solltest Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Na, machen wir eins. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Ich glaube, es hackt. So, noch jemand, der hier mein Freund sein will. Wieso kriege ich hier nichts? Ach, offenbar muss ich hier doch nichts besorgen.
Wo muss ich denn was holen? Ach, ein Haus weiter. Ja, sag's doch gleich. Kann ich doch nicht riechen. Ich glaube, mein Gynäkologe hat mir einen Tracking-Chip in die Vajingle-Jangle eingepflanzt. Okay, too much information und Cityfuck. Aber erstmal hier aktivieren. Schnellreisefreischaltung. Kann man das hier kaputt machen? Ja, kann man. Aber es bringt mir nichts. Ist trotzdem schön. Aggressionfreien Lauf lassen, ne? So, hier bin ich, glaube ich, richtig. Aber erstmal gucken wir, ob es hier irgendjemand. Oh, ich sehe was, was ihr auch seht. Und das ist Yaoi. Warum habe ich bloß Ja gesagt? Ein Löffel schwieg. Okay. Oh, hier können wir. Ja, habe ich doch geahnt. Wir haben wohl einen neuen Obersheriff in der Stadt. Immer gern für einen Polizeianwärter. Genau, schön hier Foto machen. Mit Polizei mache ich sogar hier meine beste Stimmung. Ja, so gehört es sich bei der Bullerei. Für einen Erwachsenen bin ich doch ziemlich hip, oder? Ja. Ich mag die Shitty-Shrimps, aber Animal-Style. Gibt's noch irgendwas, wo ich hier was hinkleistern kann, so Werbeplakatmäßig? Nö. Dann reden wir doch mal. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Hey, ich möchte doch kaufen. Neue Ware, direkt aus Orient. So, ich will mir kaufen. Oh, Rezept. Yo, hier gibt's noch Kleidung auf Rezept. Shitty Rock Spezialität. Und die super scharfen City Shrimps. Die brauche ich doch. Flasche mit Orgasmuskraft. Okay. Bis dann. Dann können wir ja auch mal hier. Warte mal. Crafting. Wir haben ja neue Rezepte bekommen. Die müssen ja auch ausprobiert werden. Oh, das bringt gar nicht mal so viel, wie ich mir erhofft habe. Nur plus 5. Das ist übersichtlich. Da warten wir noch ab, weil wir nicht so viel Stoff haben. Es werden noch bessere Zeiten kommen. So, und dennoch ein weiter sollte ich gehen. Ja, Jimbos. Da fühle ich mich doch so von Natur aus schon wohl. Mal sehen, ob wir wieder jagen dürfen. Aber oh, wir können erstmal hier hoch. Und Übereinstimmung. Wieso steht dann... Irgendwo muss ich mich doch hinstellen. Hä? Ach, da oben muss ich erstmal hin. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Ah, hier muss ich erst hin. Ah, und da kriege ich den Wein. Ich muss also gar nicht bei Jimbos rein. Werde ich aber trotzdem gleich machen. Aber erstmal analysieren wir das Ganze. Übereinstimmung. Oh. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen. So, erstmal wollen wir kämpfen dann. Kampf starten, jawohl. Ich glaube, dann kriege ich auch mein heiß erwartetes Level ab. Ich verlasse mich auf dich. So, was haben wir denn hier so Schönes? Jo. Damit kann ich was anfangen. Ich mag den Angriff irgendwie. Wenn man sich durch geschicktes Positionieren mehrere Gegner zurecht machen kann. Haha! Gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Nur machen wir mal. Alter, wie viel Saft musst du dir eigentlich reinziehen für so viel Power? Du meinst pro Tag oder nur in den letzten 5 Sekunden? Und dann haben wir noch hier den Freund. Da können wir auch einen Doppelten machen. Ein Doppelbobber. Wupp, wupp. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ich hoffe nur, dass er nicht gleich kaputt gemacht wird. Und weg. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Viertklässler versohlen, geile Sache. Hier. Autsch. Nimm das, Zwerg.
Ich bin dran. Gut, was kann ich hier denn machen? Ha, den kann ich kaputt hauen. Wunderbest. Ja, ja. Haha, Rückstoß-Kombo. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Oh, oh. Lass dich da von deinem Freund massieren. Zeig ihm, was du drauf hast. Oh Mist, wenn ich mich hier oben hinstellen könnte, das wäre so geil gewesen. Aber will man mir ja nicht gönnen. Den könnte ich so ziemlich wegballen. Damit nicht so ganz. Bin ich schon dran? Mal sehen, ob der Verwehrzustand da was bringt. Hundearsch ist nicht zu spaßen. Mhm. Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Wobei, da kann ich eigentlich auch den ganz weghauen. Einer weniger ist ganz brauchbar. Und nun kommt der Kuhn. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Nicht zu verwechseln mit Markus Kuhn. Das ist ein ehemaliger Footballspieler. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ich bin jetzt dran. Och nö, nicht auf mich. Ha! Ohne zu zucken, Respekt. Kettendiabetes ist kampfbereit. Entweder der hier oder... Oder auch nicht. Es gibt keinen Oder heute. Es gibt nur Vollattacke. Wir haben überhaupt keine Chance. Muhaha, ultimative Kraft steht bereit. Auf sie, Wunderarsch! Wenn ich denn die ultimative Kraft wollte. Geht auch so. Geht auch ohne ultimative, so zumindest ohne die ultimative. Bereit, Gas zu geben! Wie viel Schaden macht die denn? Nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Da gucke ich, was der Kuhn gleich sagt. So, einmal hier den raushauen und gut ist. Kabums. Oh, da wird mir schwindelig dabei. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. So. Wählen wir doch mal aus hier. Okay, ist nun auch nicht so dolle. Aber ich möchte es einfach mal sehen, wie es ausschaut. Kuhn the Movie. Auch nicht schlecht. Nun nicht unbedingt die beste ultimative Kraft so von der Wirkung, aber ist ja auch nur Eric. Hallo. Oh, das macht nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Deswegen. Au! Liebe im Namen der Gerechtigkeit! Jetzt setzt's was! Und zack. Oh, ein Lebenspunkt. Ganz gewalttätig hier. Das war ein Kinderspiel. Ich bin ja auch ein Kind. So, und Level up. Yes, baby. Ein neuer großer Platz ist dazu gekommen. Das freut mich natürlich richtig. Müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze vielleicht ausnutzen können. Oh. Ach nee, da brauche ich Captain Diabetes, brauche ich. Genau. Einmal hier. So, da. Wollen wir den guten Diabetes Jungen doch mal rufen? Und... Ganz ohne Zucker. Haha.
Jo, ein neues Rezeptchen hier und... Hallo? Mist, ich wollte schon Zoll verlangen, aber geht nicht. Dann eben nicht. Oh, da oben sitzt jemand. Ist es zu früh für einen Drink? Ist es das jemals? Nee, ist es eigentlich nicht. Kosmische Klammernrezept. Ja, stimmt, ich muss ja erstmal muss ich hier irgendwo hoch. Ich erinnere mich düster. So, aber ich wollte ja nochmal im Crafting-Bildschirm nachgucken, was ich jetzt so schönes Neues herstellen kann. Zum Bleistift. Nee, die kann ich noch nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie ein neues Rezept oder so bekommen. Ah, dafür. Das sind Artefaktrezepte gewesen. Umso cooler. Stellen wir uns doch mal her, das Ganze. Sind das große Artefakte oder... Steht da gar nicht, ne? Wofür das ist. Oder steht da irgendwie für welchen Slot? Ah, das kann man ja an der Form erkennen. Ja. Uiuiuiui. Dann müssen wir doch nochmal einmal hier was Schönes herstellen. Einmal Burrito. Einmal Gegengift. Und einmal Wiederbelebungsserum. Dann sind wir nämlich auf Stufe 12 und dann wird's richtig schön. Zum Beispiel, weil ich den Nordmann-Anzug auch noch zusätzlich craften kann. So, aber vor allem natürlich wegen neuen Artefakten. Virtuoses Uhrwerk. Nee, das bringt mich nicht so wirklich weiter. Sind das Verbesserungen? Weiß ich jetzt gar nicht. Was habe ich denn da schon hergestellt? Muss ich mal kurz gucken. Wo haben wir es denn? Artefakte. Jaha, neuer großer Platz dazugekommen. Ja, ein bisschen besser sind die schon, die ich machen kann. Muss ich mal kurz gucken. Oh, oder mache ich mir gleich die neuen? Inklusive Skarabäus. Muss ich mal kurz gucken. Crafting, ach komm. Im Moment haben wir es ja dicke. Denn schon. Ah, nehme ich den auch nochmal. So. Dann können wir doch das Ganze auch nochmal ausrüsten. Unter Artefakte. Da haben wir den hier. Das gibt nochmal ordentlich Plus. Was gibt das denn eigentlich dazu? Das gibt mir dazu 2 Gesundheit. Ein Scheißdreck gibt es mir also eigentlich. Das gibt zumindest irgendwelche Punkte hier dazu. Das ist irgendwie brauchbarer. Ah ja, und das ist meine DNA, genau. Okay. Dann wären wir damit auch durch. Charakterbogen, hat sich da irgendwas getan? Nö, da fehlt ja noch Ethnie, Gesinnung, Religion. Mal sehen, was da noch alles hinkommt. Ei, neue Stufe. Gab 50 Erfahrungspunkte dazu. Wunderbar. Jedenfalls sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Daddelzeit mit South Park direkter Kuläre zur Reisprobe. Wir kommen denn auch irgendwann mal wieder voran in der Quest. Ich spüre es schon irgendwie so im Urin. Also, ciao, ciao.